Ich finde, die Transportbranche hat ein schlechtes Image, weil auch in den Medien immer Negatives zu lesen ist, zu hören ist. Und wenn man als Privatperson immer nur mit dem Negativen konfrontiert ist, hat man natürlich auch die Einstellung, dass das Transportwesen negativ ist. Teilweise ist es auch von den Transporteuren selber verschuldet, aber großteils glaube ich, dass die negativen Medienberichte schuld sind. Dadurch, dass immer nur Negatives berichtet wird über Unfälle, Staus, überladene Lkw, die die Straße ruinieren, haben die Menschen einfach ein negatives Bild in ihren Köpfen und setzen sich auch gar nicht mit den positiven Aspekten des LKWs auseinander. Die Transportbranche wird unterschätzt, weil sich jede Privatperson sich nicht mit dem Thema LKW oder Transport auseinandersetzt. Es will nur jeder alle Produkte verfügbar haben, aber sie setzen sich nicht damit auseinander, wie das Produkt überhaupt in die Regale kommt. Und das ist das große Problem, dass das eigentlich nicht in den Köpfen der Menschen verankert ist. Ja, die Arbeit des LKWs macht sich in dem Sinne bemerkbar, dass eben die Regale immer zum Bersten voll sind mit den frischesten Produkten. Das ist das Offensichtlichste für den Endkonsumenten. Und in vielen entlegeren Dörfern oder wo die Schiene einfach nicht hinkommt, ist der LKW notwendig, vor allem im Nahverkehr eben. Die Transportbranche sollte ähnlich wie die Landwirtschaftsbranche aggressivere und positivere PR betreiben. Es sollten vielmehr die positiven Aspekte herausgestrichen werden und viel mehr Informationen, sachliche Informationen, aber auch die emotionale Komponente darf nicht zu kurz kommen, veröffentlicht werden. Und durch die neue Image-Kampagne habe ich einfach die Hoffnung, dass die Leute sich einfach mit dem Thema beschäftigen oder einfach offen sind für das Thema LKW und nicht nur die negativen Aspekte sehen, sondern auch die positiven, nämlich dass der LKW bringt, was sie täglich brauchen.